Hallo Leute, Valkera-Fans hier bei HIQ, Pro HIQ auf der Spielwarenmesse 2017 in Nürnberg. Das ist ein ganz neuer Hersteller, den kenne ich noch nicht und ich hoffe, dass es dem ganz gut geht, weil die haben richtig coole neue Sachen, die mir sehr gut gefallen. Wir fangen mal an mit diesem kleinen hier. Der ist extrem, extrem leicht und hat diese wunderbaren Dreiblattpropeller, die wir auch schon von dem 110er kennen und hat diese kleinen 4000 kV Motoren, die auch sehr ähnlich aussehen wie bei unserem kleinen. Der ist leichter, nehme ich an, als der 110er und hat ja diesen coolen Aufbau mit der Kamera. Die hat einen fixierten Winkel nach oben, aber ich denke, der sollte erstmal reichen. Ja, hier, ich zeige euch die ganzen Detaillierungen hier. Und ihr seht jetzt hier schon vielleicht, dass sie am Carbon richtig gut arbeiten. Das ist erstmal ein sehr hochwertiger Carbon. Und die Kanten sind hier abgekantet. Ich glaube per Hand oder auch mit irgendwelchen Maschinen, also richtig gut. Und du hast keine schwarzen Finger, das heißt, die haben die auch irgendwie versiegelt. Das ist richtiger Carbon, mehrlagig, zwar nicht durchgewebt, aber sei es drum, richtig steif. Ja, gutes Maschinenschiff. Okay, gehen wir weiter. Das hier sind diese netten neuen Dreiblatt-Props. 15, was ist denn das hier? Dahlprop. Und die Motoren sind alle von Roboter King, das ist ihre andere Marke. Und das Ding heißt Amax Inno oder irgendwie sowas. Hat hier Aluminium, gefräste Vorbereitungen, alles hier mit Standardkomponenten versehen, aber sehr schöner Aufbau, ganz schön gelöst. Hier, ich glaube, das sind das 5 mm Carbon, ja. Also alles extrem, extrem gut. Hier ist ein Vierfachregler verbaut. Also hier ist kein Regler auf dem Arm, sondern ein Vierfachregler innen. Ja, und die Kamera ist in ihrem Winkel hier verstellbar. Ne? Also kann man verstellen. Ja, und man kann hier auch ganz leicht seine eigenen Komponenten einbauen, weil das alles aus Standardkomponenten besteht. Finde ich auch sehr gelungen, das Design. Ja, könnt ihr auch so ein bisschen genießen. Wir haben diese fancy rosa Dinger. Hansi meinte, ich müsste mir das auf rosa ändern, weil ich so manchmal nicht so komisch verhalte. Und ja, das heißt, das ist jetzt schon der Anfang vom Ende. Und hier auch noch mehr rosa, beziehungsweise das ist jetzt so leicht pink, aber so. Ich finde das richtig schön. Und das hier leuchtet im Dunkeln, Leute. Hier, Roboter King leuchtet im Dunkeln. Und seht hier mal, wie cool das Carbon hier abgegratet ist. Übrigens, der Kameramann kann auch zwischenquatschen, wenn er etwas sagt. Gut, also die sind von Hand entgratet. Also das ist nicht maschinell, das wird wirklich von Hand ausgearbeitet. Und vielleicht auch für die, die ja immer sagen, ah, da ist ja nie BL Heli S dabei. Die Regler haben BL Heli S. Das ist genau, also für unsere Akro-Fans sehr nicht zu vergessen, BL Heli S. Sieht man das? Ja, 4S fliegen die. Ja, ja, 4S geht an der Maschine problemlos. Und hier sagen die, haben die Plastikschrauben direkt in Carbon geschraubt. Da nochmal zeigen, damit hier der Akku leichter reinrutscht. Also die haben lauter so schöne kleine Detailsachen da drin, die wirklich Sinn machen, die zeigen, dass sie sich Gedanken machen. Hier sowas ähnliches, aber im flachen, etwas länglicheren Aufbau, ist vielleicht ein wenig schwerer dann. Auch 5 mm Carbon, auch hier so per Hand, so abgegratet. Also ich finde die Qualität wirklich sehr, sehr, sehr gut, die sie anbieten. Und die wollen dir natürlich auch RTF so komplett aufgebaut anbieten mit diesem Sender. Und das wird ein Fly-Sky-Protokoll sein, haben sie gesagt. Das heißt, der Sender, der geht eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, wo haben die denn da die Empfänger? Wahrscheinlich kann man seinen eigenen Empfänger auch. Das ist ein Tower-Aufbau. Der ist integriert in irgendeiner Platine von denen. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Wo ist denn hier überhaupt der Empfänger? Ich glaube, da haben die im Moment gar keinen Empfänger dran gemacht. Du kannst den einlöten. Also bei dem Tower-Modell von der Flugsteuerung kannst du die, das wird in der F3 sein, kannst du die einlöten auf der Flugsteuerung. Also ich, okay. Ja, das kann sein. Aber wo ist denn die Empfangsantenne von denen? Also da. Die ist drumherum gewickelt, ja. Ja, ja, die ist drumherum gewickelt.
Ah nee, da ist der kleine Empfänger. Aber der Empfänger ist auf jeden Fall hier per Kabel verbunden. Das heißt, du kannst deinen eigenen Empfänger problemlos einschalten. Also alles kein Problem. Also schaut euch mal an, die Pro-HIQ, was sie machen. Wir haben auch hier sehr schöne Kärtchen und sehr kleine Kopter. Und jetzt kommen wir zu den kleinen Koptern natürlich von denen. Also beobachtet mal diese Firma. Das ist zumindest mal, was sie hier ausstellen, ist sehr, sehr gut. Mal gucken, wie das finale Produkt wird. Wir fangen mit dem Allerkleinsten an. Das ist jetzt hier einfach ein ganz kleiner Kopter aus Komplettcarbon. Das heißt, das kriegst du nicht klein. Du musst nur die Motoren wechseln, wenn überhaupt. Das ist irgendwie so ein 60er oder 30er oder was weiß ich, was das ist. Auch alles, ja, kann man auch seinen eigenen Empfänger hier einlöten. Wirklich nettes Design. Hier schon mit der FPV-Kamera, die natürlich ein bisschen nach oben geneigt ist. Das heißt, das ist schon durchaus durchdacht, auch aus Carbon, wunderbar gefräst. Und natürlich der Hexer mit der extrem cool nach vorne geneigten Kamera. Lassen Sie auch bis 3S fliegen? Auch ein sehr schönes Design. Mhm. Mit 3-Blatt-Propellern. Nee, ich glaube, die sind alle 1S. Alles gut. Die sind alle 1S, ja. Aber mit so vielen Propellern geht er bestimmt richtig gut ab. Und guck mal den Winkel. Das ist richtig schön. Den gibt es noch in etwas größer. Auch sehr schmale Arme hier. Und dann gibt es den in etwas fetter. Ne, das ist ja quasi der, aber in Hexer. Und dann gibt es nochmal diesen Hexer, das ist nochmal größer. Das heißt, die haben die in allen möglichen Varianten. Und ja, genau. Und dann noch den, das ist quasi der irgendwie. Also ich komme hier langsam durcheinander. Das ist der ohne Kamera. Also die haben alles Mögliche jetzt hier auf der Messe. Mal gucken, was die wirklich bringen. Ich bin sehr gespannt auf diese Firma, weil mir die Qualität sehr gut gefällt. Das fühlt sich richtig toll an. Und die verbauen auch alles ganz normale Komponenten. Das heißt, ihr könnt alles wunderbar austauschen, modifizieren. Aber als Basis ist das gut. Und wenn der Preis stimmt, Leute, dann ist das ein richtig gutes Produkt. HIQ, Pro HIQ, Germany Service haben sie auch geschrieben. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Und ein anderer Name von denen, oder beziehungsweise die Komponenten von denen, sind von Robotaki. Also auch, sieht auch alles gut aus. Hier die Lager sind gut, die Wicklungen sehen ganz okay aus. Ich weiß nicht, ja. Guck mal, die Wicklungen. Ja, das geht. Also jetzt kein Top-End, aber schon High-Grade-Qualität ist gut. Ja, Leute, Valkera-Fans hier auf der Spielwarenmesse bei Pro HAQ.